Hallo und herzlich willkommen zurück zu NBA 2K17 My Career. Wir spielen das dritte College Game gegen, ich habe keine Ahnung mehr. Egal, wir sind auf jeden Fall zu Hause. Und ja, beim Warmmachen wird es auf jeden Fall spannend. Nicht. Wir spielen gegen die Illinois Fighting Illini, was auch immer das bedeuten soll. Aber Illinois spielen wir. Es ist das dritte College Game, auch genannt die Semifinals. Hier ist nochmal unsere Band. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's. Pre-Game-Tipp. Wie wird es ausgehen? Haben wir Ballbesitz? Ich denke schon. Ja, haben wir. Ja, und dann fangen wir mal direkt an. Im Stand von 5:0 gegen uns. Pick and Roll mit unserem Center. Klappt ja wunderbar nicht, aber der Center kriegt noch den Roll hin und den Korbleger sowieso dazu auch noch. Ich lasse mal die Szene ein bisschen weiterlaufen, denn hier gibt es eine ganz gute Defensivleistung von mir. Spiel Chris John Brief, aka Press. Present the Fuchs. Wie auch immer. Aber hier kriegen wir den Steal hin, holen uns den Ball und hauen ihn rein mit zwei Händen. Zwei Händer. So, das Highlight ist Georgetown Highland. Sah ganz gut aus. Hier holt uns unser Center den Rebound. Wir machen den Aufbau natürlich passend direkt zu Felix. Der macht, Price. Hörst du die beiden mal. Der macht den 3 direkt rein. Wir laufen wieder Pick and Roll mit unserem Power Forward. Wir kommen vorbei und dunken den mit einer Hand. Hier stehen wir nochmal schön, dass wir schön an dem einen Spieler nochmal vorbeigehen. Das war einfach schön. Jetzt ist Halbzeit. Wir führen, aber auch nicht zu krass, ja. Wir führen mit 16:14. Wir haben 4 Punkte und 2 Assists bisher gesammelt. Nicht das Beste, aber okay. Hier holen wir uns die Rebound. Defensiv-Rebound. Und was machen wir? Wir laufen ein Pick-and-Roll mit unserem Power-Forward. Das läuft nicht so gut, aber egal. Er kann rollen, hat freie Bahn zum Korb und macht den Dank. So, Warren, komm her, pick and roll, wir kommen vorbei und dunken den Ball einfach rein. Georgetown Highlight, natürlich, Zweihänder, nicht der flashy Dunk, aber das kommt alles noch ganz spät in der NBA Season. Na, erstmal die normalen, die Grundlagen und so und alles cool werden und erstmal Star werden und so und dann flashy Dunks. Naja, jetzt geht's weiter. Hier sind wir mit dem Ball, laufen wieder in Pick and Roll mit Warren. Ich nenne ihn jetzt einfach beim Namen. Er kann rollen und macht den Zweihänder-Dunk. Fliegt cool durch die Luft. Was soll man sagen? War spaßig. Es ist für mich. So, den Wurf treffen sie nicht. Wir haben den Ball. Krass gespielt bisher. 2 Punkte zugelassen. Und hier kommt der Add-One für unseren Center. Wie auch immer er heißt, ich konnte den Namen jetzt nicht lesen, egal. Ja, Step Back, Free, konnten sie nicht verwandeln. Step Back, Dreier. Naja, und so wird das irgendwie ganz komisch. War das ein ganz komischer Spielzug, von dem ich nichts hatte. Egal, hier will trotzdem laufen lassen. Und hier kommt wieder ein komischer Wurf, der nicht reingeht, der nicht mal den Korb trifft. Hier macht ein Fast Break. Und ich dachte mir, ich ziehe einfach durch und so und versuche mal mein Glück. Und ich krieg's auch noch hin. Ja, die Bank jubelt, Alabaste jubelt, alle sind glücklich. Freut mich doch. Naja, und jetzt freie Bahn und dann passen wir zu Felix. Jetzt ist richtig, der macht den Dreier, kriegen noch ein schönes Assist, einfach ein easy Assist. Und das Spiel ist vorbei. Ja, wir haben gewonnen. Laufen hinter dieser Bande vorbei und glitschen plötzlich wieder durch. Egal. Wir haben gewonnen. Die Semifinals, wir sind in dem Finale. Und das wiederum heißt, nice. Wir haben die Möglichkeit, uns noch ein Spiel zu haben, uns nochmal zu beweisen. Und übrigens, nochmal die Trophy zu holen. Die Trophäe. Im Championship Game. Ja, wir sind echte Anführer, Fechtkämpfe den Ball sind herausragend, ja, vielen Dank. Ja, und wir gucken mal, wie unser Draft-Stock ist. Immer noch ein Lottery-Pick, viel Spaß. Did you get the food I sent?
Yep, I got it, Mom, but Grant got most of it. Oh, and tell her I love her. I love you. Good. Maybe he'll make some shots next game. Ooh, Mom, that's cold. I don't mean it in a bad way. Look, Mom, I meant to tell you that I've been thinking about going pro next year. I think you're making the right decision. Wait, really? Mom, I thought you would have wanted me to stay for another year. I do, but I don't. I mean, education is very important, and you know I'll be on your back about getting that degree. I know. But this is your dream. Your daddy would tell you to take a chance on yourself, wouldn't he? Yeah, he definitely would have, Mom. I mean, he never wanted me to settle for anything. Exactly. So, let's get you a suit for the draft? Yes! Definitely, Mom. Oh, and can you send another casserole? Yes. Please do. Tuna or chicken? Definitely not tuna. What's wrong with tuna? Love you, Mom. Love you, baby. All right, bye. Tuna. And stop eating all the casserole, man. Give me this. Hey, I thought we were brothers now. We are brothers. Okay, so that means your food is my food. You see all the dishes in the kitchen, man? You see all the dirty clothes around this apartment? That's for the younger brother, okay? You, okay? I'm the upperclassman. Das nächste Video kommt auch schon morgen. Freut euch drauf. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Kommentiert, abonniert, was auch immer. Du gefällt mir auf Like. Ja. Man sieht sich bis morgen. Haut rein. Ciao.